Willkommen zu der zweiten Folge «Frisch von der Leber». Heute sind wir in der wunderschönen Kultbar «Tupis Wunderbar». Und wir haben eine lokale DJ-Koryphäe am Start. Und zwar die Lina Kunz. Sie nennt sich auch DJ Lina Cool. Und wie schon gesagt, wir sind in der «Tupis Wunderbar». Es könnte ganz interessant werden und vielleicht auch ein bisschen anstrengend. Wir gehen mal schauen, wie es wird. Let's go. Also ich bin Lina, alias DJ Lina Cool, und ich bin hier in der Tupis Wunderbar und trinke eins von diesen kleinen Bierchen nach dem anderen. Und ja, ich tue hier Big Done von Max Frisch und ich Fragen beantworten. Ich bin übrigens sehr Fan von ihm. Ich habe zwar alle Bücher, die ich gelesen habe von ihm, glaube vor allem in der Schule gelesen, aber ich finde, er ist ein guter Typ. Möchten Sie wissen, wie Sterben ist? Ich glaube, ich stelle mir das ziemlich fest so vor wie hier. nein, ich bin zu ernst. Ich muss sagen, ich will es eigentlich nicht wissen. Das ist eine sehr langweilige Antwort, aber ich will es einfach nicht wissen. Ich glaube, es ist offensichtlich. Warum? Es macht irgendwie Angst. Was ertragen Sie nur mit Humor? Ich glaube, betrunkene Menschen, wie zum Beispiel der hier hinten. Was gibt es noch? Es gibt ziemlich viel, wo man eigentlich... Ich glaube, man kann so ziemlich alles mit Humor ertragen, was nicht ertragbar ist. Vielleicht auch sterben, um nochmal zurückzukommen auf das vorher. Wen, der oder die tot ist, möchten Sie wiedersehen? Hey, ich könnte jetzt irgendwie sagen so... der Kurt Cobain oder so. Aber es ist eigentlich auch gelogen, ich kann es einfach den Weg kennen. Gut, wir haben die Letzte. Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben? Wow. Das ist eine Frage, die ich... Dafür das bräuchte ich länger zum Beantworten. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass wir von diesem Menschen nicht mehr gestört werden. Vielleicht. Ich möchte noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Streamen rein. Soundcloud/LinaCool. Tschuppi. Du bist ein super Typ. Ein Pokal. Hey, Pokal sind immer gut. Ich muss ganz schnell sagen, ich bin sehr unsportlich. Und ich fände es cool, endlich einen Pokal in meinem Regal zu haben.